Hallo. Ja, da wären wir wieder zu einer weiteren Folge Salt and Sacrifice. Ich habe hierher gefunden und wisst ihr wie? Es war sehr schmerzhaft. Ich habe mich hier einfach runtergedroppt. Habe auf gut Glück gehofft, dass ich den Sturz überlebt. Habe ich. Hat aber wehgetan und jetzt bin ich hier. Und ich dachte mir, ehe ich noch irgendwas mache, rede ich mal mit ihm hier. Ein tragischer Ort, dieses Bolgeran. Entschuldigung. Ich habe von ein paar königlichen Gardisten aus Corvius Sule gehört, die versucht haben sollen, durch die Kanalisation in den Grufttempel einzudringen. Oh. Wenn du es irgendwie schaffst, in den Tempel zu gelangen, achte auf Türen im Westen. Eine davon führt sicher in die Kanalisation. Ah. Wie ist es dir gegangen? Ja, und okay. Ich habe hier noch eine Heilung. Ich habe hier schon mal angefangen, die Quest hier mit dem Steinmagier zu verfolgen. Aber um ehrlich zu sein, möchte ich jetzt erstmal irgendwo einen Rastplatz haben. Das wäre schön. Oh no. Steini? Oh wow, was kann er denn rufen? Aua! Oh fu! Really? Ich bin ja nicht mal anwesend. Was soll das denn? Was? Könnt ihr euch gegenseitig fetzen? Das wäre toll. Jo! Fickt euch gegenseitig. Ich müsste an... Oh shit, ey, musst du jetzt da festsitzen? Ganze gute Loot. Aua, really? Oh, Silberzahn, sehr schön, aber ich brauche Dingens. Rastplatz, ich habe keine Heilung mehr. Ab. Oh, hi. Wow, der Riese. Shit. Oh, der droppt aber seltenes Zeug. Erdenfleisch. Mein Problem ist jetzt nur. Er sitzt bei so dünn, 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 dünn Musikdingens und ich bräuchte aber ganz dringend den Rastplatz. Ja, bin euch gegenseitig um. Oh no, durch Frosch gestorben. Shit. Naja, nicht so tragisch. Ja, natürlich die Jagd fortsetzen. Das ist ja doof. Also da können sie ja ruhig ein bisschen spendabler sein mit Rasspunkten. So, daher. Daher. Bin ich hier richtig? Ja, ich glaube schon. Oder auch nicht. Aber ansonsten finde ich die ganze Ausdauer-Regenerationsgeschichte schon ziemlich praktisch. Also ich merke schon, schaut sie mal oben an, wie das flitzt, ey. Voll gut. Uff. Bin ich ja richtig? Nein.
Autsch. Au fuu. Ja, bringt euch gegenseitig um. Erstmal mein Salz wieder. Wie gut einfach dieses Seilbahn ist. War das? War das hier? Wo ist mein Salz? Oh, fuck, den habe ich nicht gesehen. Penner, da bin ich hier falsch noch. Ja, dann mal hier unten war doch Wassermagier, richtig? Ja, hier musst du Steine bekämpfen. Boah, Steinmann hat viel HP. Ausdauer heute noch? Oh fuck, ey. Ach komm schon, wir wissen da tun. Ja, ey. So, oh Gott. Gib mir das Herz, Junge. Oh, was? Orangenes sogar. Holy crap. Ich werde nicht sterben. Meine Macht ist nicht verloren. Ich werde sie zurückfordern. Das hier ändert gar nichts. Habe dein Herz verschlungen, Magier. Der sieht aber eher aus wie ein Mann. Vergleich zum letzten. Lügen! Das irdene Herz ist unverrückbar. Betrügerische Inquisitoren lügen wie der Wind. Doch der Stein ist unverrückbar. Meine Stärke wie Stein. Sie ist. Meine Stärke. Wo? Tot. Ein Steinherz. Oh. Und ich darf hier immer noch nicht rein. Warum? 3 von namentlich bekannten Magiern, aber hier oben ist jetzt offen. Aber ich möchte hier noch nicht weiter, ehe ich nicht mein Salz wieder habe. Wo war das denn? War das so weit woanders? Das war hier. Oh, was liegt da? Ah, oh, da war mein Salz. Cool.
Okay, dann gehen wir mal weiter oben. Hört jetzt die Tür auf, ne? Jo, very nice. Progress. Cool. Tempel von Bolgaran. Wir sollen uns am westlichen Rand sollen wir nach Türen suchen in die Kanalisation. Okay, oh Gott. Der unermüdliche erhabene Wisse von Boss zu Boss. Oh. Ja. Das finde ich immer gut, wenn er das macht. Insta-Death! What the fuck? Really? Und es sah doch so gut aus. Oh Mann. Oh wow, euer Scheiß Ernst, echt jetzt? Genau, au, au, aua. Und schlau wie ich bin, habe ich nicht gerastet, ich Idiot. Das ist Sackgasse. Ich finde es ein bisschen nervig, dass hier unten halt einfach gar nichts ist zum Rasten. Naja. Wie cool. Was man soll's. Nur nicht so viel Def aufbauen. Shit.
Oh. Oh. Er muss Death abbauen. Also dieser Scattershot ist halt echt sehr gefährlich, finde ich. Geht schon. Wieso habe ich nur zwei? Was soll die Scheiße? Habe ich keine Wurzeln mehr? Erzähl mir doch nichts. Ich habe doch immer schön Zeug gesammelt, immer die Beeren. Hä? Why? Warte. Na, das geht so aber nicht. Ich hab doch Metallkräuter gesammelt. Spiel. Zähl mir jetzt aber keinen Scheiß. Ja, das nervt auch so, weil es wieder Idioten in dem Spiel geben muss, die Drecksnachrichten genau da platzieren, dass du auch hier anklickst. Mir fehlt tatsächlich Bärenzeug, ja Wahnsinn. Das kann ich auch gar nicht glauben. Das ist ja umständlich, es tut mir jetzt leid, aber. Ja, dann müssen wir kurz Bären sammeln. Oder halt Kräuter. Wow, wie umständlich. Hier haben wir noch drei. Zwei, wenn ich hier rast, werden die auch geresettet. Ja, leider nicht. Super umständlich ist das, sind Talkräuter, sehr schön. Der hat auch gedroppt. Hier haben wir. Vor allem ist es ja noch nicht wenig und ich habe wirklich mehr Gebüsche geplündert. Ist jetzt nicht so, dass ich da immer alles habe liegen lassen. Das ist ja also wow. Bisschen so diese blöde Bloodborne-Mechanik, wisst ihr, dieses, oh, die kann das Zeug ausgehen. Okay,
zum Lager. Also es ärgert mich auch, dieses Insta-Dev, das ist so umständlich und unnötig. Einmal das hier. Da will ich gar nicht hin. Nein, jetzt lass dich halt droppen, bitte, Mensch. Gehen wir da nochmal kurz hin. Ich sammle bloß noch eine Runde jetzt Kräuter. Das mache ich dann mal off-cam. Wow, und ich habe gedacht, ich habe viel von dem Zeug. Wird das überhaupt angezeigt? Crafting hier 15. Komisch. Immerhin weiß ich jetzt, wo ich weiter muss, aber das macht die Sache halt jetzt auch nicht besser. Insta-Dev ist schon räudig. Und ich hatte ihn fast, aber ja. Kann ich zufällig sehen, wie viel ich da im Inventar habe oder halt im Lager? Nein. Wisst ihr nicht, dass ich da irgendwie so 10 Milliarden an im Lager schon habe und ich müsste einfach nur mitnehmen? Glaube ich aber nicht. Okay. Naja. Nochmal zwei Stück. Das ist auch schön. Okay, also nochmal zurück in die Wüste. Vollidiot hat wieder eine Nachricht dahin gelegt. Hier wächst einer. Zwei Stück. Hier entlang, oder? Glaub schon. Ey, ja, kannst halt nichts tun. Na, wie dumm ist das denn? Ernsthaft. Quality Control am Arsch. Hier sind auch Bären, das ist praktisch. Aber mir gefällt der Anlauf, wie ganz ehrlich nicht. Was soll der Mist? Ah ja, natürlich. Of course. Das ist so dumm. Hab ich. Nein. Werkzeuge. Hier. Ne. Geringe Menge Gesundheit regenerieren. Aha, Blutbeere. Mehr Spieler. Na. Ja, dann halt eben Taktik. Wir lassen uns einfach nicht treffen. Es wird schon irgendwie klappen, ne? Nein, kein Death.
Jo! Habe eine Reise gefallen, ey. Nice. Okay. Und da geht's nicht weiter, weil da brauchst du zwei Herzen von namentlich bekannten Magiern. Noch zwei. Silber. Geh weg. Der namenlose Taramant. Das ist quasi die Superversion vom Steinkasper. Cool. Gar kein Bock. Oh wow, kleine Version von dem. Ja, block doch. Ich hab Ausdauer. Spiel wäre es mal mit einem Shortcut oder so oder ein Checkpoint. Gesperrt. Ganz, ganz geil. Nee. Da. Oh Gott sei Dank, ein Checkpoint. Also, na du, wie ich ein kurzer. Jo, oh. Wie schön. Und Bären. Oh, das war jetzt gut, das war notwendig. Gepäck 15 noch, sehr schön. Also es ist instant. Nachfüllen. Gut. Die Mumie will mich kratzen. Oh, noch ein Magier. Geht's jetzt dahin? Ach, das ist die Tür da, ne? Ah. Nix. Oktifris. Faul des Herz. Verweste Eingeweide. Grabkiesel und so weiter. Aha. Der verweste Magier. Gut, dann werde ich bei Gelegenheit mal angehen. Ah, schau mal. Da will ich doch mal oben entlang. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und hier. Stahlschlüssel. Und was? Falle? Oho. Ausrüstung, Gepäck. Ein sehr kleiner, sehr leichter Stahlschlüssel. Was für Metallkassetten? Oho. Okay. Oh, fu! Oh, fuck, ey. Scheiß Türme, echt. Was willst du denn da tun?
Natürlich kann er Death casten. Da geht die ganze Heilung jetzt flöten. Das. Ha. Ja, das hilft. Und Kräuter sammeln, ganz wichtig. Mehr Kräuter, sehr schön, sehr schön. Ah, wir sind wieder am Start. Aber jetzt gehe ich erstmal zurück zum Lager. Unbedingt leveln, weil das ist echt Schande, viel Salz, was wir da dabei haben. Das möchte ich nicht verlieren. Natürlich ist da wieder dieser Vollidiot, der da seine dumme Nachricht da oben platzieren muss. Vier Stück haben wir. Da brauche ich. So, haben wir wenigstens ein Maximum. Strahlenstärke. Dann kann ich jetzt alle schweren oder alle Schild- und Schwertwaffen führen, ne? Jo, alle. Und ich müsste Damage jetzt gut austeilen, weil das skaliert ja mit Stärke, oder? Stärke Skala E. Egal. 39,8, das ist ein Wort. Das ist gut. Und wir gucken mal, was wir vom Steinmarkt jetzt herstellen können. Hier. Erdsteinhelm, na gut, das ist. Wow. Schwerrüstung Klasse 4. Was ist meine 2? 2. Wow. Das da ist halt echt todesschwer, ne? Ja. 16, was wiegt meine? 13, gut, ist jetzt auch nicht so viel, ne? Aber. Oh. Erdenbeber ist ein Großhammer, Knüppel. Felsen. Platte, Zweihänder, Klasse 3, ist ein Steinschwert. Oh, Schild und Axt des Bebens. Klasse 4. Ha, ist auch eine Idee. Haltung erhöhen, ne? Heilung bei Effektnabelungen. Erhöht körperliche Abwehr ist aber auch praktisch. Na, wir nehmen das hier mal. Was braucht das zum Verbessern? Oh, Aschampyrium. Gut, man ist natürlich weiter gelevelt, ne? Klasse 3. Klasse 4. Es macht mehr. Aber bestimmt langsam, oder? Angriff 40. Gut, da kann ich bei Eis auch bleiben, da habe ich wenigstens den Eisbonus oben drauf. Jo, okay. Was sagt die Ausrüstung? Moment. Halt, das muss doch bitte mal weg. Wo war das? Da habe ich nichts mehr. Ne. Okay. Ich gehe bloß kurz nochmal ins Schloss zurück, kurz Beeren sammeln, weil wäre halt ungünstig, ne? Das ist schon sehr umständlich. Ich denke,
Nix Oktifiere ist wohl unser nächstes Ziel an der Gammelmarge. Aber ich schaue mich erstmal da im Tempel dann noch um. Lies deine scheiß Nachricht selber. Ich habe mir so viel Mühe gegeben beim Trollen. Schön. Wenn ich es DPS-wise sehe, dann ist dieser minimale Bonus, der aktuell diese Steinaxt da macht. Ja, weiß nicht. Finde ich ein bisschen wenig, ne? Okay, dann gehen wir hier hoch. Au. Hier hoch. Dann haben wir hier nochmal Beeren. Kräuter. Au. Bombe. Und zurück zum Lagier. Was brauche ich denn um Himmels Willen mittlerweile zum Aufleveln? Oh, das kann ich sogar. Habe ich noch ein bisschen Verbrauchssalz? Ja, hätte ich sogar. Nein. Das reicht nicht, oder? Oh doch, gerade so. Gerade so. Dann nehmen wir das auf jeden Fall noch mit. Nein. Nice, nice, nice. Wollen wir denn verbessern? Ja, gehen wir mal darüber, weil ich brauche ein bisschen Ausdauer. Dann gehe ich den Weg hier mal entlang. Und so bin ich eigentlich aktuell ganz zufrieden. Ja. Die Beeren. Du sollst dich droppen lassen, du sollst dich droppen lassen. Bulgaran, da rein. Ja, wenigstens ist die ganze Chose da ganz gut vernetzt. Da laufe ich nicht so. Krass, da ist Bärengeschisse. Vier sogar, sehr gut. Ja, mit zwei Stück. Upp. Eine Tasche. Oh, hey, es geht mal eine Tür auf. Oh, wow, wir sind hier. Ja, lol. Ja, lol. Über mir ist zu. Das ist natürlich nicht so schön. Hier nach oben. Dreckiger Schlüssel. Ein stark verschmutzter Schlüssel, der in der Nähe des Throns im Grufttempel von Bulgaran gefunden wurde, hat geborgen wurde, einen fettigen Abdruck hinterlassen. Weiß ja doch etwas an dem Gerücht über einen Geheimgang in der Kaiserzone dem Tempel. Ja, okay. Na gut, dann ja. Wohl nach unten und westlich halten, ne?
mühsam, ey. Dann nehme ich das jetzt aber auch mit. Das habe ich mir hart erkämpft. Ja, Arsch und Büro, ich meine, hey. Aua, aua. Ah, Checkpoint. Nehmen wir. Nehmen wir. Ach, was bist du denn da machen? Oh, ihr macht das schon. Ah, dreckige Schlüssel, cool. Ich komme nicht mehr hoch. Oh oh. Ausdauer. Oh no, bin tot. Keine Ausdauer mehr, wie immer. Ja, ich weiß schon. Ich werde sowas von Ausdauer. Ach, fuck my life. Von Ausdauer skillen. Nee. Das war dumm. Ah, egal. Oh. Okay. Doppelmoospyrium. Sehr geil. Wenn ich die Giftfrau mal wieder treffe und möchte mir für was herstellen, das ist eine Falle, ich habe schon gesehen. Mal heilen. Dann kann ich die dementsprechende Waffe echt gut leveln, glaube ich. Ja. Wer ist da? Ein freundliches Gesicht? Bist du ein Mitglied der Inquisition? Ja. Endlich etwas Hoffnung. Die anderen Wachsoldaten und ich flohen aus Corvius Sule, das von Magiern überrannt worden ist, nur um festzustellen, dass es Bolgeran ebenso ergangen ist. Die Runenleserin dort hat mir eine Botschaft mitgegeben für den Fall, dass ich jemanden von der Inquisition treffe. Die Botschaft ist in Runen geschrieben, die ich nicht lesen kann, aber vielleicht sagen sie dir ja was. Benutze die Runen, um Corvius Sule dahin zu reisen. Keine Ahnung wie, aber das ist die Botschaft, die ich dir von unserer Runenleserin ausrichten soll. Oh, cool, neues Gebiet. Sehr schön. Corvius Sule. Ach, guck. Okay. Ja gut, wenn er nicht nach unten springt, was will ich machen? Und ich habe nach unten gedrückt. Das ist einfach schlecht gemacht. Da ist die Steuerung wirklich nicht ausgereift. Na gut, haben wir aber heute wieder einiges geschafft. Und ich würde sagen, wir sind fertig für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.